Violetta ist ja mittlerweile ein riesengroßer Popstar, durch den Disney Channel berühmt geworden und gleichzeitig eben auch in dieser fiktionalen Welt einfach ein Superstar. Doch langsam brennt sie aus und sie stellt sich auch die Frage, ob sie das mit Violetta wirklich weitermachen soll und entscheidet sich, sich ein bisschen zurückzuziehen, auch weil ihr Freund eben nicht mehr so mitspielt, wie sie sich das eigentlich mal vorgestellt hat und zieht sich in ein Künstlercamp zurück, um sich selbst zu finden. Wie das aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Mein neuer Song, er wurde einfach weggeweht. Ich muss mich ausruhen. Nächste Woche fangen wir mit den Aufnahmen für die neuen Stücke an. Ich muss noch Leon anrufen, meine Familie besuchen. Leon dreht gerade ein Video in Los Angeles. Er hat eine Menge um die Ohren. Du bist ein Star, Kleines. Wenn Sterne zum Stillstand kommen, erlöschen sie. Ihr seid mehr als nur Freunde. Was hast du zu diesem Foto, Violetta? Was ist das? Eine Einladung von Isabella. Sie hat ein Haus für junge Künstler. Und warum ausgerechnet jetzt, Papa? Weil jetzt der richtige Moment dafür ist. Du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Caio. Kapitän Caio, vielen Dank für die Überfahrt. Isabella! Es ist so unglaublich schön hier. Ich habe diese Melodie in einem Traum gehört, aber jetzt ist meine Inspiration wie weggeweht. Am liebsten würde ich diesen Flügel mit auf den Mond nehmen. Tini, wir können diesen Flügel überall hinbringen, wo du möchtest, auch auf den Mond, wenn nötig. Das ist das zweite Mal, dass du mich Tini nennst. Was, sie ist abgehauen? Sie ist in irgendeinem Café in Italien, Lion. Willst du nichts dagegen tun? Du tanzt unglaublich gut. Ich habe immer gern getanzt, schon damals als Kind. Aber seit mein Vater nicht mehr da ist, muss ich arbeiten. Als ich hier angekommen bin, hatte ich auf nichts mehr Lust, war von der Liebe enttäuscht. Dann habe ich dich kennengelernt und alles hat sich verändert. Lion? Wieso ist hier alles voller Tiere? Weil das die einzige Fähre zur Insel ist. Ich will, dass diejenige, die ich liebe, glücklich ist. Ich muss etwas in meinem Leben verändern. Ich muss zu mir selbst finden. Erfahren, wer ich wirklich bin. Wenn man den Trailer sieht und noch gar nicht so mit der Materie zu tun hatte, dann stellt man sich auch die Frage so, hä, was ist denn da passiert? Deswegen ganz so kurz so ein Roundup. Violetta ist eben so eine Musical, Kindermusical, gleichzeitig Telenovela von Disney und läuft auf dem Disney Channel. Und die Darstellerin heißt eben Martina Stüssel. Und sie emanzipiert sich jetzt so langsam, weil sie natürlich nicht mehr Violetta sein kann, weil sie auch ein bisschen erwachsener wird und wird von den Fans auch immer schon Teenie genannt. Und dementsprechend versucht man jetzt eben mit diesem Film so zu zeigen, hey, Violetta ist ja eigentlich auch wirklich Teenie, um sich so ein bisschen zu emanzipieren. Und das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und man muss aber sagen, dass auch gerade schauspielerisch gesehen das wirklich jetzt erstmal blitzsauber gemacht worden ist. Gerade sie, also Martina Stössel, funktioniert in dieser Rolle einfach wirklich wunderbar. Ich kann total nachvollziehen, dass man als 10-jähriges Mädchen einfach oder als 12, 13, scheißegal, ne, auf jeden Fall als junger Mensch irgendwie da eine Identifikationsfigur sieht. Sie ist unglaublich hübsch, gleichzeitig aber jetzt nicht überdreht, weiß, wo sie herkommt, möchte einfach eben nur Musik machen. Ja, natürlich ist das jetzt eben nicht die Musik, die wir jetzt selber so als Erwachsene, als Definition von gut gemachter Musik sehen, aber wir haben alle mal mit irgendwelchen kleinen Pop-Nummern angefangen, als wir kleiner waren und dementsprechend kann man das total nachvollziehen und sie bringt das hier auch total glaubhaft rüber, dass sie jetzt eben gerade so ein bisschen nervenzerfetzt dort sitzt und nicht mehr weiß, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Also das ist insgesamt gut gemacht. Auch der restliche Cast funktioniert durchaus, ist auch gut synchronisiert. Ich meine, ich habe den Film jetzt nicht in der spanischen Originalfassung gesehen. Ist eben eine spanische Telenovela bzw. spanisch sprechende, kommt ja aus Argentinien. Aber so der komplette Cast funktioniert und das ist an allen Ecken eigentlich ein bisschen zu kitschig und auch vor meinem Schauspiel immer so ein bisschen zu viel. Aber jetzt als absolute Teenie-Unterhaltung funktioniert das insgesamt wirklich sehr, sehr gut.
Was will man sagen? Es ist eine riesengroße Disney-Produktion und das sieht man wirklich an allen Ecken. Das ist sowohl positiv zu bemerken, weil wir einfach ganz tolle Kamerafahrten haben, einfach auch von der Lichtstimmung immer schön gearbeitet wird, wir tolle Settings haben. Also es ist wirklich einfach handwerklich gesehen blitzsauber gemacht, eben manchmal ein bisschen zu blitzsauber, weil man bei den Bildern wirklich auf so Hardcore-Kitsch setzt. Auf der anderen Seite will man auch hier eben diese Zielgruppe ins Boot holen. Ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 7 Jahre und 14 Jahre, da findet man eben Violetta irgendwie toll und ist total fasziniert von dieser ganzen Figur. Und ja, das merkt man, weil es wirklich an einigen Stellen so kitschig ist und jedes Bild man sich irgendwie so als Screenshot übers Bett hängen soll. Aber im Ernst, also das ist handwerklich toll gemacht. Was soll ich da jetzt mich irgendwie drüber beschweren? Ich bin nicht die Zielgruppe. Komme ich auch gleich nochmal darauf zurück. Insgesamt ist dieser Film blitzsauber gemacht. Ich kann gar nichts sagen als perfekte Umsetzung von so einer Thematik. Als ich den Film im Kino gesehen habe, musste ich einige Male lachen. Auch direkt so zu Beginn, wie sie da sitzt. Ach, mein Song ist weg. Und dann kommt erstmal so ein Pferd reingeritten, so ein weißer Schimmel. Wenn man echt sagt so, boah, Leute, ihr übertreibt es wirklich maßlos und es ist dann auch oftmals unfreiwillig komisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen arrogant, darüber zu lachen, weil es eben eine ganz deutliche Zielgruppe hat. Ne? Es geht darum, eben so die 7- bis 14-jährigen Mädels irgendwie glücklich zu machen und da eben so ein Märchen zu erzählen. Und natürlich sind Märchen maßlos übertrieben. Da würde jetzt niemand mehr was bei Dornröschen, Schneewittchen und Co. sagen, weil das halt in einer anderen Zeit spielt. Jetzt ist es eben so aktuell, ja, Popstars hier und da und Liebe und alles ist total übertrieben. Aber es funktioniert und genauso wie natürlich Horrorfilme bestimmte Knöpfe drücken oder Comicverfilmungen oder Actionfilme, wo man dann sagt so, ja, geil, finde ich mega, ist das natürlich jetzt hier quasi so der Comic-Horror-Fanfilm für eine jüngere Zielgruppe. Damit kann ich erstmal gar nicht so viel anfangen, kann aber nachvollziehen, dass dann einfach eine große Fanbase besteht und ist handwerklich toll gemacht, schauspielerisch ist es super. Also wirklich, es funktioniert so als Ganzes, auch wenn ich selber sagen muss, ich bin da meilenweit von entfernt. Aber die Aussage zu treffen, hey, eure Popstars, die ihr toll findet, die brauchen auch irgendwie mal Ruhe für sich, das sind auch Menschen, ist vielleicht erstmal so als Botschaft dann auch irgendwie ganz schön, sich selber zu finden, auch wenn gefühlt für mich am Ende die Musik genauso nach Plastikpop klingt wie vorher. Aber ich bin, wie gesagt, nicht die Zielgruppe. Ich muss sagen, für das, was dieser Film sein soll, und vor allen Dingen auch sein will, ist er wirklich gut gemacht. Wer hätte gedacht, dass Teenie Violettas Zukunft für mich eine echt schwierige Review wird? Denn für mich ist dieser Film überhaupt nichts. Dann gibt es auch 1500 Gründe, warum ich sage, ey, das ist alles so übertrieben. Und gleichzeitig sehe ich aber, für wen der Film gemacht ist und warum er da auch fantastisch funktioniert. Weil er handwerklich stark ist, weil er schauspielerisch vernünftig umgesetzt worden ist. Und dementsprechend muss ich sagen, würde ich, und ich möchte noch nicht, dass das jetzt hier irgendwie was eingeblendet wird, wahrscheinlich so für die Zielgruppe werden es wirklich so mindestens 7 Punkte, vielleicht sogar 8, die werden diesen Film feiern. Dementsprechend, wenn ihr jetzt Violetta-Fans seid und auch Teenie unterstützen wollt, werdet ihr hier einen tollen Film im Kino sehen. Für mich ist es eben wirklich teilweise schon an der Grenze zur Machbarkeit und so eine eigene Kitsch-Schmerzgrenze. Aber ich muss anerkennen, dass er eben vernünftig umgesetzt worden ist und kann definitiv nicht weniger als 5 von 10 Punkten geben. Und vielleicht gibt es ja auch andere Filme, bei denen ihr das selber habt, wo ihr sagt, so, hey, die sind gut gemacht worden, aber ich kann damit jetzt eben überhaupt nichts anfangen. Ich meine, das wäre ja genauso, als würde jetzt jemand sagen, ich kann keine Horrorfilme schauen und würde per se alle Horrorfilme schlecht reden. Aber lasst darüber ein bisschen diskutieren, wenn ihr jetzt einfach mal so aus Interesse hier reingeschaltet habt. Ansonsten, gerade die Violetta und die Teenie-Fans, verlinke ich euch nochmal so ein Clip-Special. Da gibt es einige Szenen auch noch schon mal vorab für euch zu sehen. Oder es gibt eine Monatsvorschau zum November, die verlinke ich euch auch. Abonnieren könnt ihr den Kanal natürlich auch. Gibt vielleicht noch mal was zu Teenie, yay! Oder eben zu anderen Filmen. Dann sehen wir uns hier bald wieder in der Filmlounge. Macht es gut und tschüss.